Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schön, dass wir heute gemeinsam einen Appell an den Bund für einen anderen Umgang mit seinen Immobilien richten werden. Nicht so schön, dass darin von den aktuellen Fällen wie der Groß-Görschen-Katzler-Straße gar keine Rede mehr ist. Die Mieterinnen sind heute hier, sie haben für Öffentlichkeit gesorgt, sie haben ein eigenes Kaufangebot vorgelegt und sie weisen zu Recht darauf hin, dass der Fall noch nicht erledigt ist. Es gibt politischen Handlungsspielraum und sie brauchen unsere Solidarität und Unterstützung. Die kann ich seitens der Linksfraktion zusichern. Unsere Fraktion hat gemeinsam mit den Grünen bereits im Juni den Antrag zum Verkaufsstopp bei der BIMA vorgelegt. Noch vor der Sommerpause hätten wir beraten und abstimmen können. Doch die Koalition war noch nicht so weit. Sie hatte nichts in der Hand, beantragte die Vertagung. Erst vorige Woche legte sie ihren Text vor. Der Druck der Mieterinnen und Mieter und der Vorschuss der Opposition wird dabei geholfen haben. Gut so, besser spät als nie. Auch wenn unser Antrag konkreter ist und ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen am Widerstand der Koalition scheiterte, wird die Fraktion Die Linke heute auch dem Koalitionsantrag zustimmen. Wir wollen, dass der Bund seine Immobilien zuerst den Städten zum Kauf anbietet. Wir teilen auch die Forderung, dass die Grundlage für das Kaufangebot der von einem unabhängigen Sachverständigen ermittelte Verkehrswert sein muss und nicht der in einem Bieterpreis ermittelte spekulative Höchstpreis. Und übrigens, Verkehrswert darf auch unterschritten werden, wenn es ein gutes Konzept gibt. Der Bund hat nach diversen bereits erfolgten Verkäufen noch rund 5.000 Immobilien in Berlin. Davon möchte er in den nächsten Jahren über 1.000 Mietwohnungen verkaufen, in denen Mieterinnen und Mieter häufig schon seit Jahrzehnten leben. Der Bund hält eigene Wohnungen für die Erfüllung seiner Aufgaben für entbehrlich. Nun gut, das ist seine Entscheidung. Es sind aber Wohnungen in öffentlichem Eigentum, und genau das sollten sie bleiben, in der Hand der Kommunen. Werden sie stattdessen zum Höchstpreis verkauft, gelangen sie in die Hände von Spekulanten. Wer für ein Mietshaus das 30-fache der Jahresmiete und mehr zahlt, will und muss die Mieten nach oben schrauben oder die Umwandlung in Eigentum vorantreiben, um das Investment überhaupt zu refinanzieren. Wenn moderate Mieten möglich sein sollen, dann muss der Kaufpreis deutlich drunter liegen. Mit seiner Verkaufspraxis betreibt der Bund selbst Verdrängung und soziale Entmischung in den Städten. Dabei könnte er schon jetzt anders handeln. Die Bundeshaushaltsordnung regelt, dass Vermögenswerte nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen. Voller Wert heißt aber Verkehrswert und nicht spekulatives Höchstgebot. Der Bund kann auch Ausnahmen zulassen, und zwar in dringendem Bundesinteresse. Ist bezahlbarer Bestand öffentlicher Wohnungen in der Bundeshauptstadt etwa kein dringendes Bundesinteresse? Er zahlt doch schließlich den Ländern auch Kompensationsmittel für die Wohnraumförderung. Und er könnte ein dringendes Gesamtinteresse von Bund und Ländern am Erhalt preiswerten Wohnraums aus sozialen Gründen erklären, für Zwecke der öffentlichen Daseinsvorsorge. Er müsste sogar ein Eigeninteresse daran haben, denn was er mit seiner Verkaufspraxis kaputt macht, kann kein Bundesprogramm Soziale Stadt mehr retten. All das, ja, bitte gerne. All das geht auch ohne die Änderung des Gesetzes. Wenn eine Klarstellung erfolgt, umso besser. Die Linke erwartet also, dass der Bund dem Land Berlin bzw. den städtischen Wohnungsbaugesellschaften die Wohnungen in den Mietshäusern, die in den nächsten Jahren zum Verkauf anstehen, im Vorkaufsrecht und zu akzeptablen Preisen anbietet. Wenn sich der Bund schon zum Verkauf öffentlicher Wohnungen entscheidet, dann darf er sich nicht aus seiner sozialen Verantwortung stehlen. Öffentliche Wohnungen müssen öffentlich bleiben. Der Senat ist auch in der Pflicht, und er darf sich eben nicht hinter dem Bund verstecken. Er muss für die aktuellen Verkaufsfälle am Ball bleiben und zumal in einem Milieuschutzgebiet für die Umsetzung des kommunalen Vorkaufsrechts sorgen. Er muss die Bezirke so ausstatten, dass die das auch können. Oder er muss diese Aufgabe in Kooperation mit den städtischen Unternehmen selbst in die Hand nehmen. Schön formulierte Entschließungen sind ein Anfang, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielen Dank.